Hallo Sandro, ich begrüße dich wieder im Interview. Wir sehen uns heute wieder nach circa einer Woche, ne? Ja, das haben wir ja Sonntag letzte Woche aufgenommen, also vor mehr als einer Woche. Meine erste Frage an dich, ich sehe es schon ein bisschen, wie du dich fühlst. Ist die Operation Wechselmodell gescheitert? Die Operation Wechselmodell hört nie auf. Ah, okay. Ist das eine Drohung? Das ist das Leben. Mhm. Was meinst du damit? Kinder brauchen Papa und Mama. Und es leuchtet jedem vernünftigen Menschen ein. Es ist das natürliche Recht der Kinder und der Eltern. Und dieses Recht braucht einem niemand zu geben, sondern dieses Recht hat jeder von Geburt an, weil er Mensch ist. Und deshalb steht es ja auch im Grundgesetz drin und auch in der Kinderrechtskonvention. Was steht im Grundgesetz? Artikel 6 Grundgesetz, dass es die zuvörderste Pflicht der Eltern ist, für die Kinder Sorge zu tragen, sinngemäß. Ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf. Nun macht das ja jeder auf seine Art. Die Frage ist, was man darunter versteht, ne? Was hast du erlebt jetzt? Ich bin ja heute im Wechselmodell Tag 16. Gestern war der Tag 15. Montag war gestern. Und ich hatte einige Gespräche mit der Verfahrensbeiständin, über die ich hier natürlich nicht rede. Die sind natürlich vertraulich. Weil ich halt einen Eilantrag auch jetzt eingereicht habe. Dieser Eilantrag soll sicherstellen, dass die Kinder von beiden Eltern betreut werden und dass die Kinder auch Zugang und Kontakt zu beiden Eltern haben. Die Kinder haben ja seit 11. September, also jetzt seit 2 Wochen, keinen Kontakt zu ihrem Vater und auch keinen Zugang zu ihm. Und die Mutter setzt den Umgangsboykott weiter fort. Das war heute wieder der Fall so. Und ich habe gestern auch noch einen Anruf von der Polizei bekommen, aus dem Ort, wo die Kinder und die Mutter leben, dass ich eine Strafanzeige bekommen habe von der Ex-Frau wegen angeblicher Körperverletzung und angeblicher Verleumdung. Und heute wollte ich die Kinder abholen. Die Zwillinge waren wieder nicht im Kindergarten. Es hat sich angehört, wie wenn sie tatsächlich krank sind. Die jüngste Tochter, die Neunjährige, die wollte ich abholen an der Schule, wo ich ein Hausverbot habe. Da habe ich heute schriftlich was bekommen von der Schule und wollte halt die abholen. Die hatte Sport und alle kamen aus der Turnhalle heraus. Ich war schon 10 Minuten vorher da. Da sah ich, dass die Oma aus der Ferne sieht, dass ich da mit dem Auto stehe. Und die war auch später dann nochmal da. Und es war klar, dass die Oma hier mitgeholfen hat, sicherzustellen, dass ich auf der einen Seite von der Schule stehe. Und die Tochter wurde, nehme ich mal an, instruiert, sie soll auf die andere Seite laufen, wo jemand gewartet hat. Ich nehme an, die Mutter, und hat dann die Tochter mitgenommen. Also ich glaube nicht, dass die Tochter selber nach Hause gelaufen ist. Und die älteste Tochter, die habe ich dann im Gymnasium abgeholt. Und die wollte dann nicht mit, die wollte mit ihren Mitschülern mitfahren, mit dem Zug nach Hause. Und ihre Mutter hat mich vorher schon per E-Mail darauf hingewiesen, dass sie das machen will und dass ich da keine Konfliktsituation heraufbeschwören soll. Und ja, also das war ein trauriger Moment, weil ich hatte den Eindruck, und ich sage hier dazu, dass alles, was ich in diesem Video sage, meine Meinung ist. Ja. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, hier nochmal eine Strafanzeige zu stellen. Meiner Meinung nach hat die älteste Tochter sich gezwungen gefühlt, es zu sagen. Also ich habe mit ihr ein bisschen reden können.
Und da hat sie keinen guten Eindruck gemacht. Was heißt das? Na, da ich klargestellt habe, dass ich ihr meine Meinung sage, sage ich sie jetzt auch. Und zwar sind die Kinder seit 2 Wochen in Geiselhaft bei der Mutter. Und jemand, der 2 Wochen in Geiselhaft ist, an einem Ort, wo er eigentlich nur eine Woche sein will und dann eine Woche beim anderen Elternteil, der fühlt sich nicht gut und der sagt dann wahrscheinlich auch nicht die Dinge, die er sagen will, von denen er überzeugt ist. Und genau den Eindruck hatte ich von meiner ältesten Tochter. Jetzt sagen ja manche, dass du sie in die Situation gebracht hast, deine Kinder jetzt ganz allgemein. Also in die Geiselhaft habe ich sie nicht gebracht. Ich meine in die Sache mit einem Konflikt oder so. Na, der Konflikt besteht ja zwischen Kindern und Mutter. Die Mutter lässt die Kinder nicht so leben, wie sie es wollen. Und es gibt keinen Grund, der dagegen spricht. Im Gegenteil, die Kinder wollen das Wechselmodell. Und das Wechselmodell ist psychologisch, neurobiologisch, erziehungswissenschaftlich, bindungstheoretisch das Beste für die Kinder. Und es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die sich gegen das Wechselmodell ausspricht. Von daher ist es auch für das Kindeswohl. Und ich nehme die Kinder nicht in Geiselhaft, sondern ich halte ihren Willen für gut und richtig, unterstütze sie dabei. Und dann würden die Kinder die Mutter eben eine Woche sehen im Wechsel mit dem Vater. Überrascht dich die Entwicklung? Die überrascht mich gar nicht. Ich habe es ja im letzten Video schon gesagt. Mir ist vollkommen bewusst, es war mir klar, dass die Mutter so reagieren wird, weil sie es in der Vergangenheit schon so gemacht hat. Sie hat ja im Ende April schon 4-wöchigen Umgangsboykott eigenmächtig durchgeführt, damals auf schriftliches, also auf Anraten des Jugendamts, was das Jugendamt dann noch schriftlich auch dem Gericht so mitgeteilt hat. Und diesmal macht sie es völlig eigenmächtig. Ich weiß natürlich nicht, ob das Jugendamt diesmal schlauer war, muss ich leider so sagen, als im April, wenn es diesmal der Mutter nur mündlich mitgeteilt hat. Allerdings ist die Sachbearbeiterin, die bisher für uns zuständig war, bis 22. Oktober im Urlaub, was interessant ist, weil die war schon Anfang September im Urlaub, als ich da angerufen habe, hat mir das der AB mitgeteilt. Das heißt, sie ist insgesamt 5 Wochen im Urlaub bis 22. Oktober und wir haben jetzt die Vertretung und mal schauen, wie diese Frau sich verhält. Ist eine Frau. Ist wieder eine Frau am Jugendamt hier in Ingen. Also es überrascht dich nicht, die Entwicklung. Und du hast es vorhergesagt, was voraussichtlich passieren wird oder was passieren könnte, weil es ist ja auch jetzt noch nicht, es gibt ja jetzt noch keine Reaktion auf deinen Eilantrag. Nein, den habe ich gestern eingeworfen, gestern Abend, und ich habe darum gebeten, dass ich per Fax den Beschluss erhalte. Da ist noch nichts gekommen. Ich gehe davon aus, dass der morgen per Post dann kommen wird. Und trotzdem bist du den Weg bis jetzt so gegangen, wie du gegangen bist. Wie passt das zusammen? Ich meine, du hast ja auch bestimmt viele Ratschläge bekommen, lieber still zu halten, Füße ruhig zu halten, nicht so zu agieren, wie du agierst, aber du agierst halt trotzdem so. Ja, also auch in meinem Umkreis Menschen, die mir helfen, die mir auch geholfen haben, den Antrag zu schreiben, die mir in anderen Fällen helfen, also auch mit der Strafanzeige zum Beispiel. Da gibt es welche, die immer wieder sagen, also jetzt sei vorsichtig, halte dich zurück, keine Konflikte mehr. Ich mache diese Konflikte nicht. Ja. Also ich bin weder gewalttätig noch gehe ich da, also ich scheue mögliche Konflikte nicht, ja, und dass das dann so dargestellt wird, als würde ich den Konflikt schüren, das liegt in der Natur von manchen Menschen.
Ich handle nach meinem Gewissen als Vater. Artikel 6, die Sorge der Eltern, ist der Grundpfeiler. Und dahinter steckt nur noch mein Gewissen als Vater. Und wenn ich sehe, dass die Kinder etwas wollen, von dem auch ich überzeugt bin, und es ist das Beste für die Kinder, dann verlangt mein Gewissen, dass ich alles dafür Mögliche tue. Und bisher hat das Jugendamt gegen die Kinder gehandelt. Das ist für mich eindeutig. Das ist meine ganz klare Meinung. Also das Jugendamt hat kindeswohlgefährdend gehandelt, hat Sachverhalte nicht zureichend ermittelt, sondern tendenziell die Mutter unterstützt bei dem, was sie will, und den Willen der Kinder nicht geachtet, auch nicht das Wohl der Kinder. Das Gericht ist nicht wirklich dem Jugendamt gefolgt, ja, und war aber auch nicht mutig genug, hier die Kinder zu unterstützen. Also das war bisher keine Sache, die eindeutig für das Kindeswohl war. Ich würde nicht sagen, dass das Kindeswohl gefährdend ist, aber ich würde sagen, wenn jetzt ein Beschluss vom Gericht kommt, dass die bisherige Umgangsvereinbarung weitergeführt werden soll, nämlich alle 2 Wochenenden plus Dienstagmittag, dann ist es in meinen Augen kindeswohlgefährdend, weil die Kinder sind jetzt 2 Wochen in Geiselhaft bei der Mutter, gegen ihren Willen, und alles andere als die Anordnung des Wechselmodells ist in dieser Situation Kindeswohlgefährdung in meinen Augen. Was könnte noch passieren? Also du sagst, das Gericht könnte beschließen, dass es so stattfindet, wie es war. Was könnte noch passieren? Oder willst du dich da jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht? Es gibt ja Optionen wie, habe ich ja im letzten Video auch gesagt, betreuter Umgang, dass die Kinder mich in irgendeinem Raum vom Kinderschutzbund alle 2 Wochen für 1 Stunde oder 2 sehen. Das ist dann Teil von dem Gewaltschutzprogramm. Wobei, nachdem wie die Mutter sich verhält, müsste eigentlich für die Mutter der betreute Umgang angeordnet werden. Ist jetzt deine Meinung, aber... Es ist alles hier meine Meinung, die ich frei äußere, weil wir in einer Demokratie leben, mit der Meinungsfreiheit besteht. Die Meinungsfreiheit ist wichtig, ja, damit wir die Wahrheit erfahren, diskutieren können, auch korrigiert werden, wenn wir etwas sagen, das vielleicht nicht der Meinung der Wahrheit entspricht oder nicht differenziert genug ist. Dazu gibt es ja die Meinungsfreiheit. Ja, was gibt es noch? Umgangsausschluss, ja, wie es die Mutter beantragt hat. Ach, die Mutter hat reagiert auf den nein, sie hat unabhängig von dem Eilantrag, oder ist egal. Also die Mutter hat einen Umgangsausschluss beantragt. Sie hat von sich aus einen Umgangsausschluss beantragt. Ich hatte schon einen Antrag fertig in der Schublade, habe dann daraufhin meinen abgeschickt als Eilantrag oder alternativ, ja, als Hauptsacheverfahren, und habe jetzt erneut den Eilantrag geschickt, weil die Mutter eben die Umgänge eigenmächtig blockiert, am Freitag das gemacht hat, sodass die Kinder am Wochenende nicht bei mir sein konnten und es auch jetzt heute Dienstag gemacht hat. Und natürlich generell, ja, eigentlich wären die Kinder gerne gestern am Montag bei mir gewesen und überhaupt die Woche jetzt bis Freitag, weil das wäre ja im Sinne der Kinder sowohl ihres Willens nach wie auch ihres Wohls nach. Also Umgangsausschluss hältst du auch für eine Option, die eintreten könnte? Definitiv. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit Umgangsausschluss oder betreuter Umgang bei 99% liegt. Also es würde mich sehr überraschen, wenn das Familiengericht in Ulm, der zuständige Richter, jetzt wirklich zum Wohl der Kinder das Wechselmodell anordnen würde. Das ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil ich habe erfahren, dass die Kammer am Oberlandesgericht in Stuttgart, die für uns zuständig ist, also für Ulm, dass die die Linie vom Bundesverfassungsgericht verfolgt, nämlich dass hochstrittige Eltern nicht im Wechselmodell mit den Kindern leben können. Was ich für eine verfassungswidrige Entscheidung des Verfassungsgerichts halte.
Ja, das kann man ja an der Stelle nochmal sagen, falls jemand das Video jetzt zuerst sieht, dass es ja nur am Familiengericht offensichtlich so ist, wenn jemand streitet, weil er sich nicht einig wird, zwei Parteien. In diesem Fall geht es um den Umfang und die Gleichberechtigung bei der Betreuung der Kinder, dass denen vor Gericht gesagt wird, eventuell eben in diesem Fall, dass das ja nicht geht, das anzuordnen, dass es gleich ist, dass es natürlich ist, weil die Eltern sich streiten. Das hast du ja in einem Artikel gut beschrieben. Ja, und das halte ich für, also das Bundesverfassungsgericht beziehungsweise der BGH hat ja Januar 2017 entschieden, ja, das Wechselmodell kann gegen den Willen eines Elternteils angeordnet werden, aber dazu ist nötig, dass die Eltern kooperieren. Sie dürfen nicht hochstrittig sein. Und diese Entscheidung ist eindeutig. Das ist meine Meinung. Da gibt es für mich keinen Zweifel. Die ist verfassungswidrig. Sie ist gegen das Grundgesetz. Weil was macht man hier? Und das sieht man bei unserem Fall sehr gut. Es gibt bezüglich der Kinder keinen Streit. Ja? Die Mutter hat zum Teil einen anderen Erziehungsstil. Ich habe einen. Kümmert niemanden. Darüber gibt es keinen Streit. Es gibt immer nur Streit, wenn es um das Wechselmodell geht. Ja? Wo die Kinder leben. Und genau deshalb bin ich ja vor Gericht gegangen letztes Jahr. Aber auch da hat der Richter gesagt, ja, BGH-Urteil, Hochstrittigkeit, schwierig. Ja? Und der Witz ist ja, ein Elternteil blockiert. Der andere geht vor Gericht, um das natürliche Recht gewahrt zu haben. Ja? Der Staat hat ein Wächteramt, was die Familie angeht. Aber er durchbricht oder er missbraucht dieses Wächteramt, indem er sagt, wenn ihr streitet, könnt ihr nicht beide die Kinder haben, womit Artikel 6 des Grundgesetzes ausgehoben wird. Und die Logik dahinter, die ich sehe, ist, Kindeswohl ist gefährdet, wenn die Eltern streiten. Und das ist, es gibt dafür keine Begründung. Das Kindeswohl ist ein undefinierter Rechtsbegriff. Die Hochstrittigkeit ist undefiniert, ja. Also die Urteile, die ich kenne, ja, wo etwas wegen Hochstrittigkeit abgelehnt wurde, begründen die Hochstrittigkeit gar nicht. Da wird nur gesagt, ja, die Eltern streiten. Aber die Eltern streiten ja nicht mit den Kindern. Die haben ja kein Problem mit den Kindern. Und die Eltern sind ja getrennt. Und dass die streiten nach einer Trennung, ist doch ganz normal. Das heißt, das ist eigentlich das Tor der Willkür im Familiengericht. Dass ein Elternteil gerne die Kinder so oft hätte wie der andere oder öfter, der andere macht es nicht. Und das Gericht befeuert dann den Konflikt, indem es nicht die Friedenslösung macht, nämlich das Wechselmodell, die dem natürlichen Recht der Kinder und der Eltern entspricht, sondern sagt, ihr streitet euch, dann geht es nicht. Und damit wird der Konflikt hochgepusht und das Gericht macht genau das Gegenteil von was es soll. Es ist nicht der Wächter über die Familie, sondern es ist, ich würde sagen, der Verächter der Familie. Ja? Sie wollen keinen Frieden bringen, keine Harmonie, sondern lösen erst recht Zwist aus, indem sie nicht dafür sorgen, dass die natürlichen Rechte, die Grundrechte gewahrt werden. Das ist verfassungswidrig, das ist gegen die Menschenrechte und es ist brutal. Es grenzt an eine Borderline-Richterschaft. Also von dem her, ja, die Spaltung der Familie wird da betrieben. Habe ich das letzte Mal erklärt, Dekomposition der Familie. Das ist spaltend. Das hat was von einer Borderline-Verhaltensweise. Und es muss aufhören in Deutschland. Eindeutig. Da gibt es nichts anderes. Es muss aufhören. Die Resolution 2079 des Europarats ist hier das Vorbild. Die muss umgesetzt werden in Deutschland. Und zwar sofort. Du wirst ja auch von anderen Beteiligten als gefährlich für die Kinder eingestuft. Deswegen spricht man dir zum Beispiel ein Hausverbot in der Schule aus. Und jetzt bist du da, ich stelle mir jetzt so vor,
Du kamst da mit dem Auto vorgefahren, rast da so auf dem Bürgersteig zwischen die Kinder, steigst aus, nackt, mit einem Messer, rennst in die Schule, schreist, wo ist meine Tochter, wo ist meine Tochter? Du nimmst vielleicht noch eine Geisel als, noch eine Lehrerin als Geisel oder so, sagst, ich bring dich um, du Sau, wenn du mir nicht sagst, wo meine Tochter ist. Also so in etwa stelle ich mir das vor. Und daraufhin hat man die Polizei gerufen und hat dir ein Hausverbot ausgesprochen, weil das geht ja nicht. Vielleicht lag es in der Fantasie der meiner Ex-Frau und der Schulleiterin so ab. Ja. Und vielleicht ist das gar nicht so weit weg von der Wahrheit, weil ich habe ja heute angerufen bei der Schule in Munderkingen und habe gesagt, ja, wie sieht es denn aus mit diesem Hausverbot? Also wenn ich jetzt einfach komme, ja, das ist an dem Tag ausgesprochen worden und die Begründung ist mir nicht klar und dann ist es doch eigentlich nur ein Platzverweis, der für einen Tag gilt. Und dann bekam ich 10 Minuten später ein Fax, schriftlich, ja, wo das Hausverbot nochmal bekräftigt wurde, aber es fehlt die Begründung. Ja. Und diese schnelle Reaktion kam mir so vor und so erlebe ich, habe ich die Schulleiterin auch in dem Gespräch da erlebt, sehr impulsiv, ja, und also diese Schrift, also dieser Text enthält wieder keine Begründung. Und das ist ja klar, dass ich das jetzt prüfen lasse und ich glaube, das wird noch eine ganz interessante Sache, ja, also ich habe mit jemand gesprochen, der sich da auskennt und der hat mir klipp und klar gesagt, das ist Willkür. Mhm. Und da lohnt sich eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Also das ist wie eine Kopie von dem, was im Familiengericht stattfindet. Nur im Kleinen. Da kommt eine Mutter an, die sagt, ah, ich werde bedroht, Hilfe. Das Kind wird in Konflikte gebracht. Und ich weiß nicht, ob der Vergleich passt. Ich weiß, auf was du hinaus willst. Es war ja nicht so, dass die Mutter da gesagt hat, Hilfe, ich werde bedroht oder das Kind wird bedroht. Die Mutter hat halt durch ihre Gestik, durch ihr Verhalten dieses ausgedrückt. Ja? Und dann ist die Klassenlehrerin in die emotionale Resonanz gegangen und die Schulleiterin auch. Interessanterweise blieb der männliche Lehrer nach meinem Eindruck ruhig. Ja. Und das erlebe ich ja auch an der Schule von der älteren Tochter, dem Gymnasium. Da ist ein Mann der Schulleiter und der verhält sich vernünftiger. Ja. Da ist durchaus ein Unterschied. Und also das kam mir vor wie bei einem aufgeschreckten Huhn. Ja. Also ich rufe da an und 10 Minuten später ist per Fax und per E-Mail kriege ich dann das Schreiben. Und es ist wie irgendwie ein Textblock und schnell aufgesetzt, abgestempelt, unterschrieben, weggeschickt. Und ich denke, da sind formale Fehler drin. Und inhaltlich gibt es zu wenig her für ein Hausverbot, das so wie drin steht, erstmal unendlich gilt. Ja. Ich habe ja das Sorgerecht für das Kind, das da in die Schule geht und das ist faktisch ein Sorgerechtsentzug, der dadurch, zumindest was die Räumlichkeiten und das Grundstück der Schule in Munderkingen angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Schulleiterin einfach schreibt, der hat Hausverbot, ist es Widerruf und darf die und die Räume nicht betreten, ohne Begründung. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland rechtens ist und durchsetzbar ist. Hm. Mhm. Wirst du jetzt darauf reagieren oder lässt du es jetzt erst? Du lässt es prüfen? Ich lasse mich ja gerade beraten. Das Schöne ist ja, dass seit ich Freifahren mache, wenn ich es überschlage, jetzt vielleicht 20, 25 Leute, die sich da immer wieder melden. Und also da kriege ich Tipps zu Dienstaufsichtsbeschwerden von Schulen. Die können mir sagen, wie das schulrechtlich aussieht mit so einem Hausverbot, bis zu Tipps, was datenschutzrechtliche Anfragen angeht, beim Jugendamt oder bei Schulen. Also
auch Anträge schreiben, ja, verstehen, wie das aus Sicht von dem Verfahrensbeistand, vom Jugendamt, also beim Jugendamt gibt es auch Insider, die sich bei mir melden, also das ist... Maulwürfe? Oder Maulwürfine. Maulwürfe. Ja, bei Jugendämtern, oh, alles in Ordnung. Mhm. Also soweit ich weiß, arbeiten ja bei Jugendämtern 90% Frauen. Und das ist auch das, dass eben die Sachbearbeiterin bis 22. Oktober weg ist. Was ich weiß, ist da halt, dass da viele Schulungen gemacht werden und diese Schulungen auch genau in diese Richtung geht, was ich erlebt habe, dass ein Elternteil, meist die Mutter, unterstützt wird und der andere rausgedrängt wird im Verhältnis dazu, wie aggressiv der Hauptbetreuungselternteil gegenüber dem Elternteil mit Besuchsrecht ist. Das ist eine Vermutung oder das weißt du? Also wurde mir anonym, also von einer anonymen Quelle mitgeteilt und ich kenne da auch einschlägige Dokumente dazu. Also, aber ich gebe da die Quellen natürlich nicht preis, das ist ja klar. Das ist ja verrückt, ja? Dass, wenn du das, wenn das stimmt, was du sagst, dass Menschen im Jugendamt, die ja für die Familie irgendwie da sein sollen, darin geschult werden, auch schon anzufangen, die Familien zu trennen und zu spalten. Es ist verrückt, aber es ist halt, ich sag mal, für die Menschen, die da geschult werden, normal. Also wir sind doch alle zum Großteil so erzogen, dass Streit schlecht ist. Das ist in Deutschland ja so. Ja, und wenn die Eltern sich streiten, dann ist es schlecht für die Kinder. Das wird nicht hinterfragt in Deutschland. Das ist eine Grundannahme, wo ihr sagt, stimmt, die Eltern dürfen nicht streiten. Es differenziert keiner, wie dieser Streit aussieht. Ja? Das wollte ich gerade fragen. Das, gut, dass du es nochmal sagst. Können wir da nochmal drauf eingehen? Weil ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Streit per se ist nicht schlecht, weil es ist sogar wichtig. Und wir lernen es, dass es ja tatsächlich nicht zu streiten, so dass man sich argumentativ austauscht und dann irgendwie sich annähert, sondern eher lernen wir es zu vermeiden und zu verschieben irgendwohin. Was ist es denn jetzt, was den Kindern dabei schadet, wenn die Eltern streiten? Weil ich denke, da ist schon was dran. Nur äußert sich es ja nicht darin, dass die Eltern streiten, schadet den Kindern, sondern es ist ja irgendwie... Es ist ja umgekehrt. Wenn die Eltern streiten und immer heftiger streiten, haben die Kinder Angst, dass sie die Eltern verlieren. Mhm. Ja? Weil die merken, zwischen den Eltern passt etwas nicht mehr. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, unterbewusst oder bewusst. Ja? Wobei bis 18 kann man so psychische Dynamiken zwischen einem Elternpaar schlecht verstehen. Ja? Da müsste man wirklich schon sehr weit sein und sich psychoanalytisch auskennen. Aber das ist ja das Schizophrene an dieser Verhaltenslogik der Gerichte, dass wenn die Eltern streiten, haben die Kinder natürlich Angst, dass die Eltern sich trennen und sie dann einen Elternteil vielleicht nicht mehr so oft sehen. Was machen die Gerichte? Sie sagen, ah, die Eltern streiten sich, also können wir den Kindern nicht beide Eltern geben. Also sie machen diese Urangst der Kinder wahr und das ist schizophren, das ist gefährdend. Und die Professorin Sünderhauf, die ja ein Buch geschrieben hat zum Wechselmodell und da führend ist in dem Bereich, die sagt in ihrem Buch, dass der Streit zwischen den Eltern Teil des Trennungskonflikts ist und nicht der Grund sein darf, dass eben das Wechselmodell nicht für die Kinder gilt. Das habe ich ja eins zu eins so erlebt. Also wurde mir auch so gesagt und ich habe es ja bei meinen eigenen Kindern auch erlebt. Natürlich haben die diese Angst, einen Elternteil zu verlieren, weil sich ja alles ändert in dem Moment durch die Trennung. Ihr ganzes Leben ändert sich ja. Das dürfen wir ja ruhig auch würdigen. Also und das machen wir beide auch, denke ich, dass ich für uns beide spreche. Also die Kinder erleben die Trennung und in dem Moment zerfällt ihre bisherige Lebenswelt. Sie verändert sich komplett. Und was passiert, wie du sagst, es tritt das ein, wovor sie am meisten Angst haben. Das ist doch schizophren. Es ist schizophren. Und ich habe kürzlich was Gutes gelesen,
Es gibt ja dieses Parent Alienation Syndrom. Und da gibt es eine Psychologin, die sagt, dass das kein neues Phänomen ist, sondern man kann alles, was ein Parent Alienation Syndrom ausmacht, ja, dass ein Elternteil versucht, das Kind vom anderen zu entfremden, kann man durch heute schon wissenschaftlich anerkannte Analysen aufzeigen und auch heilen. Ja? Also die spricht da von einem Attachment-Based, und dann setzt sie es in Fragezeichen, Parent Alienation Syndrom, weil sie sagt, also zum Beispiel Borderline, ja? Also die so eine Störung oder Narzissmus, die erklären eigentlich Entfremdungsverhalten von einem Elternteil. Und wir haben halt das Problem am Gericht, dass es wird auch immer gesagt, ja gut, da sind beide Eltern dran schuld. Und was nicht zum gesehen Streiten wird, gehören immer zwei. Genau, man sagt, zum Streiten gehören zwei. Und dann fängt dieses Denken an, ja, der Elternteil manipuliert und der auch. Ja. Damit werden beide auch von den Professionen ihre Grundrechte genommen. Weil dann der Richter denkt dann, okay, die Eltern können nicht mehr selber entscheiden, was gut für die Kinder ist, das muss ich machen. Solange es aber die negative Kindeswohlprüfung, ja, dass zum Beispiel nachgewiesen Missbrauch, Gewalt und so weiter im Spiel war gegenüber einem Kind, solange das nicht der Fall ist, hat der Staat zurückzutreten, weil er hat ja nur das Wächteramt wahrzunehmen. Er darf also keine positive Kindeswohlprüfung machen. Das heißt, was ist denn jetzt besser für das Kind, ob es jetzt katholisch ist oder atheistisch? Ja? Entschuldigung. Das darf das Gericht nicht, weil es hat das Wächteramt. Und das Problem ist, das sehe ich zum Beispiel bei unserem Fall, es gibt den Normalkontext für Kinder und es gibt den Trennungskonfliktkontext für Kinder. Im Normalkontext können Kinder ihren Willen normal entwickeln, ohne Zwang, ohne Druck. Mhm. Das war beim Vater, ja, bei mir der Fall, bei unseren Kindern. Die haben ihren Willen mir gegenüber geäußert, aber nicht der Mutter gegenüber. Sie haben ihn niedergeschrieben, sie haben versucht, ihn der Mutter mitzuteilen, sie haben ihn der Verfahrensbeiständin mitgeteilt, zumindest die zwei Mädchen. Und bei der Mutter dagegen, da haben wir den Trennungskonflikt-Kontext. Und da ist es so, dass die Machtspiele anfangen, ja? Dass die Kinder da, wie ich es heute bei meiner ältesten Tochter gemerkt habe, die haben dann einfach nicht die Kraft, sich dagegen zu stemmen. Und da ist natürlich die Frage der Instrumentalisierung, Manipulation. Und im Normalkontext ist es ein normaler Willensbildungsprozess, ja, wie wir ihn in der Demokratie wollen. Und jetzt ist die Frage, okay, wie kriege ich sowas raus? Und als Psychologe, na, ich bin ja keiner, aber ich habe ja da viel gelesen, auch gelernt von Psychologen, Psychotherapeuten, klinischen Psychiatern. Wenn ich mir nicht klar bin, was jemand wirklich will, dann schaue ich mir sein Verhalten an. Ja? Also wenn jemand Sachen sagt, wo ich nicht weiß, ist es wirklich das, was die Person vorhat oder nicht, dann schaue ich mir immer das Verhalten an. Und meine Intention ist, den Kindern beide Eltern zu erhalten. Mhm. Wenn ich mir das Verhalten ihrer Mutter anschaue, die eigenmächtig den Umgang boykottiert, sehr listig zum Teil, mit Hilfe der Oma zum Beispiel, das Kind von mir, die Kinder von mir fernhält, und dann noch bei Gerichten Umgangsausschluss beantragt, dann ist die Intention klar. Und die Intention ist volle Kontrolle über die Kinder. Mhm. Die Kinder werden hier, der Konflikt, der zwischen den Eltern besteht, aus Sicht der Mutter, ja, was immer da an Gefühlen da ist, Rachsucht, Enttäuschung, Zorn, Wut und so weiter, wird auf die Kinder übertragen und die werden benutzt. Und sowas ist grausam, es ist brutal, es ist menschenverachtend und deshalb habe ich diesen Eilantrag beim Gericht gestellt. Und alles andere, also wenn es keinen Beschluss gibt, dass die Kinder tatsächlich im Wechselmodell bei den Eltern leben sollen, ist aus diesem Grund kindeswohlgefährdend, weil die Mutter weiterhin
ihren Einfluss ausüben kann auf die Kinder. Das sollen wir kurz eine Pause machen. Ich setze mich woanders hin, weil ich glaube, ich werde jetzt dunkel. Irgendwie wird es zu dunkel. Ich habe auch gemerkt, vielleicht schneiden wir es hier raus an der Stelle. Du kannst ja kurz Pause machen. Dann oder so, genau. Setze ich mich kurz um. So, kurz nach einem Lichtwechsel. Ja, genau. Jetzt wieder da. Ja, mir gibt es zu denken und ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, wenn du das mit dem Verhalten ansprichst. Das ist eben was, was mir unbewusst auch in den letzten Jahren immer deutlicher wird und dass es am Ende ja eigentlich nicht um die Worte geht, die wir wählen oder die wir auswählen oder die wir benutzen. Es geht halt wirklich darum, was wir tun, ja. Und ich sehe es ja auch so, man könnte jetzt sagen, ah, ich bin auf deiner Seite. Ich sehe, was du tust. Ich sehe, dass du betonst es und ich kann es in all deinen Handlungen sehen, dass du den Kindern beide Eltern erhalten willst. Und ich kann von hier aus sehen, dass die Mutter das nicht tut, weil es ist ja offensichtlich, wenn jemand einen Antrag auf Umgangsausschluss stellt, man kommt ja nicht drum und dran vorbei, als es so zu sehen. Das ist ja keine Interpretation mehr. Ja, und die Mutter kann das ja nur tun, wenn sie bei der negativen Kindeswohlprüfung Recht bekommt. Das heißt, der Vater muss den Kindern irgendwas angetan haben. Ja? Und ich denke, unterstelle ich jetzt mal, ja, ist meine Meinung, deshalb auch die Anzeige gestern bei der Polizei. Da soll ich inszeniert werden als gewalttätiger Mensch. Mhm. Wobei die Anzeige nichts mit den Kindern zu tun hat, sondern etwas, was ich anscheinend der Mutter angetan habe. Und das ist ja genau der Punkt. Ja, ich kenne das ja von dem Sorgerechtsentzug vom Amtsgericht Freiburg. Da geht es überhaupt nicht um das Kind. Da geht es die ganze Zeit nur darum, was der Vater anscheinend der Mutter angetan hat. Aber dem Kind hat er nie irgendwas angetan. Das steht auch nicht drin. Aber das ist dann wieder Ausdruck dieser, ja, das ist auch also wirklich ganz verwunderlich, dass die Gerichte darauf reinfallen. Eine Mutter, die die Kinder vom Vater fernhält und dann vor Gericht einen Umgangsausschluss beantragt, in dem dann zumindest 90% nur Vorwürfe drinstehen gegenüber dem Vater, offenbart doch damit, dass es ihr um sich selbst geht, ja, dass sie das Gefühl, das sie dem Vater gegenüber hat, nämlich dass er ihr was auch immer antun würde, als Grund sieht, den Kindern den Vater zu nehmen. Das ist entlarvend. Und ich frage mich, warum das den Gerichten nicht auffällt. Es ist so offensichtlich, es liegt quasi schwarz auf weiß da. Ja? Wenn eine Mutter nicht nachweisen kann, der Vater hat das Kind geschlagen, der Vater hat das Kind psychisch misshandelt. Und ich meine, was könnte man bei mir sagen? Man könnte sagen, der Vater setzt die Kinder psychisch unter Druck und instrumentalisiert sie wegen dem Wechselmodell. Das hat ja das Jugendamt Ehingen gemacht im April. Ja? Da muss man sagen, okay, wow, das ist ein wirklich ganz, ganz schlimmes Verbrechen, die Kinder davon zu überzeugen, ja, sie nennen es Manipulation und Instrumentalisierung am Jugendamt Ehingen. Ich nenne es mal, sagen wir mal, psychischer Druck. Ja. Das ist so ein derartiges Verbrechen, den Kindern beide Eltern erhalten zu wollen und die Kinder auch noch derart unter Druck zu setzen, dass sie es selber glauben, dass es gut für sie ist. Das ist natürlich das allergrößte Verbrechen, was es gibt. Und dann sind alle im Europarat in Straßburg auch Verbrecher, weil die Resolution 2079, soweit ich weiß, einstimmig angenommen haben, in der genau das empfohlen wird, was ich meinen Kindern angeblich per psychischem Druck ins Gehirn gepflanzt habe. Auch das kann ich aus meiner Geschichte bestätigen. Ich habe auch meine Kinder manipuliert. Ich habe Druck auf sie ausgeübt, indem ich sie gefragt habe, ob ich mit der Mutter klären soll, dass sie noch weiter bei mir bleiben können heute oder an was für
oder wie der Zusammenhang damals auch war vor Jahren. Ich habe das auch damals aufgenommen mit dem Handy, weil ich war da so eher naiv. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das hier nicht weitergeht. Ich habe es gar nicht verstanden. Diese Dynamik und dieses und ja, ich bin auch so ein Vater, der seine Kinder unter Druck setzt und manipuliert und ihnen einredet, dass sie ihren Vater lieben und ein ganz normales Leben mit ihm leben wollen. Ich bekenne mich schuldig im Nachhinein. Ja, und weißt, das Jugendamt Ehingen, ganz eindeutig, hat durch sein Verhalten die Machtspiele der Mutter noch verstärkt. Ich denke, also meine Meinung ist, dass die Mutter ist kein schlechter Mensch. Nur, wie wir aus der Geschichte wissen, vor allem in Deutschland, wenn du Menschen Macht gibst, und zwar Macht zu etwas, das nur zu ihrem eigenen Wohl ist, ja, und in unserem Fall nicht zum Wohle der Kinder, aber wenn du denen die Macht dafür gibst, dann musst du schon sehr stark sein, um nicht diese Macht anzunehmen. Ja. Wir kennen wahrscheinlich alle von Goethe den Faust. Ja. Mhm. Mephisto hat dasselbe gemacht. Der hat gesagt, ich gebe dir die Macht. Und was ist geschehen? Er hat eine Frau in den Tod getrieben damit. Ja. Er hatte die Macht über sie. Und wenn man einer Mutter die Macht gibt, im Endeffekt volle Kontrolle über die Kinder zu haben und eigenmächtig einen Umgang auszusetzen, weil das Jugendamt, das ihr anrät, was gegen die Aufgabe eines Jugendamts ist, dann werden die allermeisten Menschen tyrannisch und üben die volle Kontrolle aus. Und je mehr dann sich jemand dagegen wehrt, ja, wie die Kinder oder ich, und sagen, wir wollen das nicht, umso mehr wird der Tyrann oder die Tyrannin sich bedroht fühlen. Und das kannst du durch die Geschichte hindurch sehen. Ja. Also jeder Sklavenbesitzer hat sich natürlich bedroht gefühlt von der Freiheitsbewegung. Ja. Also das sind meine Sklaven, die sollen für mich arbeiten. Ich habe für die gezahlt, ich will eine Rendite. Irgendwie muss ich ja überleben mit diesen Sklaven. Nee, die haben nicht die gleichen Rechte wie ich, ja. Aus Sicht des Sklaventreibers müsste der etwas abgeben. Ja? Der Tyrann denkt immer, ich muss etwas abgeben, das gebe ich nicht ab. Und eine Mutter, die vom Jugendamt derart unterstützt wurde und das Residenzmodell, das gegen das natürliche Recht der Kinder ist, das so dadurch auf den Weg bringt, ja, als Jugendamt, ja, dann wird die Mutter natürlich denken, nee, das Wechselmodell, das ist, da wird mir ja was weggenommen und den Kindern. Das ist ja Entfremdung, was der Vater hier betreibt. Ja. Das ist dann diese umgedrehte Denkweise. Ja. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass ich ein inverser Entfremder bin, weil ich den Kindern beide Eltern erhalten will. In einem gewissen Sinne mache ich hier eine paradoxe Intervention, ja, aus psychologischer Sicht. Es ist genau das Gegenteil von dem, was eine Entfremderin macht. Und deshalb, aus der Sicht der tyrannischen Mutter, der Entfremderin, muss sie was abgeben beim Wechselmodell. Mhm. Sie empfindet es als Entfremdung, ja, der Kinder von ihr, sieht aber nicht, ja, dass Professor Dürr in Tübingen, der hat eine Studie gemacht, der macht da jedes Jahr auch immer empirische Untersuchungen. Beim Wechselmodell ist die Gefahr der Entfremdung bei 10%, am allerniedrigsten. Ja. Also das, was ich mache, ja, indem ich die Kinder unterstütze im Wechselmodell und es mit ihnen lebe, das ist die minimalste Gefahr der Entfremdung. Zu dem Vergleich mit den Sklavenbesitzern und den Elternteil, die ihre Kinder im Residenzmodell gegen den Willen des anderen Elternteils leben lassen, muss man sagen, dass du natürlich jetzt sicher nicht meinst, die Kinder sind wie Sklaven
bei den Sklavenbesitzern, sondern du meinst nur den Vergleich des, was da entsteht für eine Haltung, die dem jeweiligen, ob jetzt in dem Fall Sklavenbesitzer oder in dem Fall Elternteil mit Residenzmodell, was ihm, wie es ihm erscheint, was ihm weggenommen wird. Also fände ich jetzt noch wichtig zu differenzieren. Es ist das Prinzip der Tyrannei. Mhm. Und was zum Beispiel im tyrannischen Feminismus typisch ist, aber auch sehr typisch ist für jede Art von Tyrannei, ist, dass eine Gruppe sich als Opfer fühlt. Mhm. Also in der Sowjetunion waren es die Arbeiter, die haben sich als Opfer gefühlt gegenüber den Kapitalisten. Dadurch hat der Kommunismus die Überhand gewonnen. Und was hatten wir als Resultat? 50 bis 100 Millionen Tote durch Stalin und vor Stalin. Bei den Frauen und Müttern, die, ich sag mal, tyrannische Feministinnen sind. Es gibt ja auch die Feministinnen, die sich wirklich für die Gleichberechtigung der Geschlechter, also auch der Männer, einsetzen. Wenn man dann fragen muss, warum heißt es dann noch Feminismus? Ja? Warum heißt es nicht einfach nur Gleichberechtigung? Humanist. Auf jeden Fall die... Humanist. Humanist, ja, genau. Das ist eigentlich der beste Ausdruck. Also Feminismus ist Humanismus. Nur die tyrannischen Feministinnen sehen sich als Opfer. Da gibt es zum Beispiel auch eine Dr. Finke in Konstanz, Stadträtin, die passt komplett in dieses Muster rein. Ja? Auch meine Ex-Frau, würde ich sagen, die kommen aus einem Konflikt in einer Beziehung heraus, sehen sich als Opfer. Ja? Sie sind ja auch zum Teil das Opfer, weil so ein Trennungskonflikt ist immer schwierig. Ja? Da gibt es Opfer, Täter. Aber sie bleiben dann in dieser Opferhaltung drin. Ja? Und unsere Gesellschaft nimmt ihnen das leider auch ab. Ja? Die sagen nicht, hey, Moment, jetzt hat sich dein Mann von dir getrennt oder du hast dich von ihm getrennt. Jetzt schau mal, dass du auf eigenen Füßen stehst und es hinbekommst. Wenn du dich immer nur als Opfer siehst, gibst du ja die Verantwortung an andere ab. Nein. Vor allem die Familiengerichte, vor allem die Jugendämter denken, die Mütter sind das Opfer, müssen unterstützt werden. Und der Vater ist der Täter. Automatisch und ist es so. Automatisch, ja. Ich habe es auch bei der Polizei erlebt. Eine Mutter ruft an, sagt, der Vater steht vorm Haus, ich fühle mich bedroht, also muss der gehen. Es ist nichts passiert, aber der Vater hat plötzlich keine Rechte mehr. Und das sind so die kleinen Hinweise. Ja. Ich könnte noch andere Sachen erzählen, die ich aber noch für mich behalte. Die ganz klar zeigen, dass da die Frau in der öffentlichen Wahrnehmung oder gesellschaftlichen Wahrnehmung das Opfer ist und der Mann der Täter. Mhm. Aber es ist eine Dynamik, ja, die zwischen den beiden abspielt, die bis in Generationen zurückgeht. Das sind Traumata, die nicht gelöst wurden. Bindungsverhalten, das krank ist, ja, und von den Eltern auf die Kinder übertragen, wie auch immer. Und eine Tyrannei entsteht aus dieser Opferhaltung heraus. Mhm. Weil als Opfer darf ich mich ja wehren, nicht wahr? Mhm. Mhm. Und dann kann es sehr schnell passieren, dass ich das Maß verliere, ja, im aristotelischen Sinne, die Tugenden, ich verliere das Maß. Ich werde zu aggressiv, ja, ich verteidige mich nicht mehr nur. Ich handle nicht mehr im Sinne eines höheren Guts, ja, im Sinne von Gleichberechtigung, von gleichen Rechten, von Gleichheit vor dem Recht, sondern es geht mir nur noch darum, dass mein Recht herrscht, dass ich vergelten kann, dass ich Rache übe und es fällt einem Menschen, dass ich Kontrolle, genau, das fällt einem Menschen, der sich in der Opferhaltung befindet, nicht auf, weil das Opfer fühlt sich ja immer mehr bedroht. Das ist auch ein zerebraler Mechanismus im Gehirn, dass Angst hat ja den Zweck, dass Adrenalin freigesetzt wird und wir merken, okay, irgendwas stimmt ja nicht, ich muss was ändern. Wenn ich aber nie gelernt habe, mit dieser Angst umzugehen, weil zu Hause in meiner Erziehung zu viel Angst geherrscht hat, dann werde ich quasi ständig überflutet mit dem Adrenalin
und ich kann mit der Angst nicht umgehen. Und ich komme also nie zu diesem Stadium, wo ich merke, okay, ich hatte jetzt Angst, aber es gab keinen Grund, Angst zu haben, weil ich konnte es mit der anderen Person besprechen, wir konnten es lösen, alles gut. Ja, dann geht die Angst, das Angstlevel nach unten. Wenn ich das aber nie erfahren habe als Kind, sondern immer nur eine Drohung da war, ja, und es geht ja gerade unseren Kindern so, ich sage nicht umsonst, dass es geiselhaft ist, ja, die sind da auf jeden Fall in dieser Angst drin, das habe ich bei unserer ältesten Tochter heute gemerkt, die ich gerade beschreibe. Und wenn diese Angst anhält, dann muss ich sagen, werden die Kinder so, wie ihre Mutter gerade ist, dass für sie alles eine Bedrohung ist und sie entweder kämpft oder flieht und sie hat sich fürs Kämpfen entschieden. Ja? Und egal, welche Angebote ich mache, egal, welche Angebote die Kinder machen, was das Wechselmodell angeht, sie empfindet es als Bedrohung und reagiert über, macht den eigenmächtigen Umgangsausschluss und beantragt ihn auch noch vor Gericht. Das ist problematisch, vor allem, da es eben nicht gesehen wird. Ja. Also ich denke auch jetzt, wenn das wieder Leute sehen, die werden sagen, du bist verrückt, wir sind verrückt. Das ist so, also schwer zu sehen irgendwie, oder? Es kann sich keiner vorstellen. Es gibt Verfahrensbeistände, die das mittlerweile sehen. Es gibt auch Anwälte, die sehen und Psychologen ganz besonders. Und es hat wirklich schwerwiegende Folgen. Ja? Also die Professorin Ursula Gessert hat es mal untersucht und auch in einer Zeitschrift veröffentlicht zum neuen Familienrecht. Und die sagt da, dass ein Kontaktabbruch zu einem Elternteil sofort von Beginn an schwerwiegende Folgen für das Kind haben kann. Es kann Depressionen, Suchtverhalten zur Folge haben. Und wir wissen heute auch entwicklungsneurobiologisch, ja? Da gibt es den Gerald Hüther, der da sehr bekannt ist. Es gibt da aber auch in Magdeburg eine Professorin, die da forscht. Was passiert ist, dass bei einer Separation, wie jetzt in unserem Fall, gleich am Anfang der Sympathikus im Gehirn aktiviert wird. Und das ist dann das Kind, das schreit nach dem anderen Elternteil. Bloß in unserem Fall sind ja die Kinder bei der Mutter gegen ihren Willen. Und wenn die jetzt schreien würden, ich will zum Papa, dann wären sie ja wieder in Gefahr, ja? Weil die Mutter will das nicht hören. Es gab diese Situation, genau so eine Situation, am Montag letzte Woche, als die Ex-Frau mich angerufen, also die Tochter mich angerufen hat, die Älteste, dann die Ex-Frau ranging, sie mich vor den Kindern beschuldigt hat, ich sei schuld an allem. Und die zwei Mädchen habe ich dann im Hintergrund gehört, wie die geschrien und geweint haben, wir wollen aber halbe, halbe zum Papa. Okay. Das ist genau das. Da hat der Sympathikus der Kinder reagiert. Das ist die erste Reaktion. Und wenn dann diese Geiselhaft anhält, dann wird das Gehirn mit Cortisol überschwemmt, dem Stresshormon. Und Cortisol hat zur Folge, dass zum Beispiel das Erinnerungsvermögen nachlässt. Deshalb können Kinder sich auch nicht mehr so fokussieren. Und das Fatale ist ja, und deshalb funktioniert die Entfremdung, wenn das Cortisol die Zellen zerstört, die für das Erinnerungsvermögen zuständig sind, dann erinnert sich das Kind auch nicht mehr an die Zeit mit dem Papa, je länger diese Phase anhält. Also das hat neurobiologische Auswirkungen. Und das Fatale ist, das hat zum Beispiel Gerald Hüther auch gezeigt, es gibt ja Experimente mit Ratten, wie sich Stress auswirkt, ja, epigenetisch auf die Gene. Und auch diese Professorin in Magdeburg, ich habe jetzt ihren Namen leider nicht im Kopf, die macht sehr gute wissenschaftliche Arbeit, hat jetzt auch ein Forschungsprojekt gemacht zur Vaterrolle auch. Ja. Und die hat eben eine Untersuchung gemacht, was wir Ratten einen Tag vor der Kopulation oder zwei Wochen vor der Kopulation Stress aussetzen. Und dann hat sich gezeigt, dass am Tag davor, das hat keine Auswirkungen auf die Nervenzellen und die Gene, aber zwei Wochen davor. Das heißt, dieser Stress braucht eine gewisse Zeit, um sich dann epigenetisch auszuwirken. Das heißt,
dass Traumata, wie zum Beispiel Kontaktabbruch zum Vater, sich im Grunde von Anfang an, ab dem ersten Tag, auch festsetzen kann in den Genen der Kinder und dann weitere Generationen beeinflusst. Es ist die transgenerationale Weitergabe von Traumata. Und da gibt es jetzt gerade in Arte bis, ich glaube, 21. Oktober eine sehr gute Dokumentation, die heißt Vererbte Narben, glaube ich. Und da ist auch diese Wissenschaftlerin aus Magdeburg drin, von der ich schon vorher wusste. Aber die kommt da auch zur Sprache und auch dieses Experiment wird da genannt. Das muss man sich dringend anschauen. Also es ist interessant. Von daher, was hier gerade passiert, was die Mutter unserer Kinder macht, ist geiselhaft. Es ist grausam. Es hat sofortige Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die Kinder. Es kann sie in eine Depression bringen. Ja? Also ich kenne eine Frau, die selber Mutter ist, der Vater vorenthalten wurde, die schwerste Depressionen hat. Und es beeinflusst das Beziehungsverhalten unserer Kinder und die Generationen auf genetischer Ebene. Es ist fatal. Es ist eine Art von Kindeswohlgefährdung, die von den Gerichten in Deutschland flächendeckend nicht erkannt und akzeptiert wird. Und ich bin gespannt, was der Beschluss vom Familiengericht Ulm ist. Und ich bekräftige nochmal, alles, was nicht das Wechselmodell anordnet, ist Kindeswohlgefährdung, so wie ich es gerade dargestellt habe. Auch hier kann ich jetzt nochmal bestätigen, das ist keine Statistik, aber ich bin einer, aber meine Erfahrungen sind genau das, was du beschreibst. Die Erinnerungen daran, die sind alle weg bei den Kindern. Also auch schon daran, ich fand es ganz erstaunlich, weil das war dann nur 1-2 Jahre her, auch bei der größeren Tochter. Die Erinnerungen waren völlig ausgelöscht. Ich habe das überhaupt gar nicht verstanden, aber es ist nachvollziehbar anhand dieser Sachen, die du jetzt gesagt hast, dass sie sich an diese ganzen Sachen, die sie selbst wollten und die sie formuliert haben und die Ereignisse auch, wie sie vor mir standen, unter Tränen, nicht zur Mutter gebracht werden zu wollen, dass die alle nicht stattgefunden haben in ihrer Erinnerung. Und da plötzlich merkte ich, krass, jetzt stehe ich hier als Einziger, der sich daran erinnern kann. Das ist ja verrückt. Weil mir dann auch zumindest subtil vorgeworfen wurde, dass ich mir das ausdenke. Und es nennt sich Gaslighting und ist ein Teil einer Borderline-Verhaltensweise. Gaslighting heißt, man tut so, als wäre das, was man dir angetan hat, nicht geschehen. Wieso? Was habe ich denn getan? Und das Perfide ist, wenn du das eine Zeit lang machst, mit Kindern, die merken das am Anfang, aber sie können sich ja nicht wehren gegen den Elternteil, der hauptsächlich betreut. Sie sind dem ja ausgeliefert. Das heißt, sie müssen es irgendwann ins Unterbewusstsein abschieben. Und durch diese Cortisolüberschwemmung, das Stresshormon, das tatsächlich, ja, man muss sich vorstellen, physisch Gehirnzellen zerstört, die für das Erinnerungsvermögen zuständig sind. Man muss sagen, Entfremdung funktioniert. Es hat eine tatsächliche physische Auswirkung. Und es ist so grausam. Und in Deutschland sagen Jugendämter und Gerichte immer noch, wenn Eltern sich streiten, wenn sie angeblich hochstrittig sind, dürfen die Kinder nicht halbe-halbe zu beiden Eltern. Das ist eindeutig schwerste Kindeswohlgefährdung. Es hat sofortige physische Auswirkungen. Wir können es nachweisen, Gehirnzellen werden zerstört durch diese Gerichtsbarkeit, durch diese Jugendämter, die dieser Logik folgen. Du hast gesagt, die Kinder, die dem hauptsächlich betreuenden Elternteil ausgeliefert sind, ich würde es nochmal differenzieren, weil ich merke, dass man das auch missverstehen kann. Natürlich stimme ich dir jetzt so überein, ich hätte das auch so formuliert und ich würde auch sagen, dass Kinder grundsätzlich ihren Eltern ausgeliefert sind, in jedem Fall.
Also sie kommen nun mal hierher und sie sind die Schwächeren. Und jetzt ist die Frage, wie nutzen wir das als die, die wir mehr Macht haben am Anfang über sie, die wir die Kontrolle haben über sie. Und das wollte ich nochmal hinzufügen. Wir als Kinder oder die Kinder sind uns grundsätzlich ausgeliefert. In diesem Fall ist es halt nur die Frage, wer nutzt die Macht, auf welche Art. Ja, es gibt da einen guten Aufsatz von dem Uli Alberstötter, der ist Referent im Elternkonsens in Baden-Württemberg. Den würde ich mal gern vorlesen, weil der beschreibt es sehr genau, was ich als geiselhaft bezeichne. Und zwar sagt er, auf einer dritten Stufe ist die Kontaktverhinderung zu einem aktiv-strategischen Programm geworden, das am anderen vorsätzlich exekutiert wird, also am anderen Elternteil. Dieser wird ausschließlich als bösartiger Gegner wahrgenommen, gegen den mit aller Härte vorgegangen werden muss. Also in unserem Fall, die Mutter beschließt eigenmächtig den Umgangsausschluss. Ja? Das ist die größte Härte, die es gibt. Kinder dürfen Papa nicht sehen, Papa darf Kinder nicht sehen. Es gibt keine größere Härte. Das extreme Feindbild ist Ausdruck eines ungelösten Paarkonflikts, in dessen innerer Auseinandersetzung die mächtigen Verletzheitsgefühle und Vergeltungsimpulse die Regie übernommen haben. Die Komplexität der Konfliktgeschichte ist auf eine lineare Täter-Opfer-Interpunktion reduziert. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, was das Gefährliche ist, dass man sich selbst als Opfer sieht, also nur als Opfer sieht und den anderen nur als Täter, was ja wieder Schwarz-Weiß-Denken ist, was auch eine Eigenschaft von Borderline ist. Die Wahrnehmung vom anderen als mutwilligem Verletzer des Selbst und Zerstörer eines tragenden Lebensentwurfs füllt den gesamten inneren Raum und liefert die ideologische Rechtfertigung für einen radikalen Vernichtungskampf, der mit der Kontaktverweigerung auch auf dem Territorium Kind mit äußerster Härte geführt wird. Und hier der tragende Lebensentwurf. Ja. Der tragende Lebensentwurf der Mutter unserer Kinder ist natürlich, dass sie hauptsächlich die Kinder betreut. Das ist ihr Lebensentwurf. Und der ist halt bedroht durch den Willen der Kinder. Es geht noch weiter mit dem Zitat vom Uli Alberstötter. Nach dem Beziehungsabbruch wird mit der radikalen Kontaktverhinderung auch die Brücke zum anderen als Vater oder Mutter, ja, es gibt ja auch Väter, die so vorgehen, des gemeinsamen Kindes abgebrochen, wobei das Kind der eigenen Bindung wegen, aber eben auch als Kampfmittel gegen den anderen diesseits der abgebrochenen Brücke zu bleiben hat. Ja, also bei dem Elternteil, der hier aggressiv das Residenzmodell, dieses Betreuungsmonopol verteidigt. Mhm. Und das Kind will eben oft auch bleiben, schreibt der Uli Alberstötter. Und das ist genau das, was ich in unserem Fall befürchte, dass die Kinder jetzt sagen, nö, wir wollen nicht mehr im Wechselmodell beim Vater sein, weil sie in dieser Machtstruktur, in dieser Dynamik jetzt gefangen sind, in dieser Geiselhaft. Die gelebte Botschaft an das Kind ist, allen verbalen Beteuerungen gegenüber den professionellen Akteuren zum Trotz, den Kontakt zum anderen Elternteil ebenfalls abzubrechen. Das ist das, was ich gesagt habe. Natürlich sagt die Mutter, sie will ja nicht den Kontakt zu den Kindern abbrechen. Ja, sie will ja, dass die Kinder den Vater sehen. Aber dass er die Kinder so beeinflusst, dass sie das Wechselmodell wollen und manipuliert und man das ja, das geht natürlich nicht. Und jetzt ist es halt wichtig, als Verfahrensbeistand zum Beispiel, zu wissen, okay, wenn mir jemand sowas sagt, dann, wie es auch in der Bibel steht, dann messe ich sie an ihren Taten. Daran erkenne ich ihre Intention. Mhm. Und der Text vom Uli Alberstötter geht noch kurz weiter. Es wird unbedingte Loyalität erwartet, im seltenen schlimmsten Fall verknüpft mit der Drohung, das Kind ansonsten zu verstoßen. Ja, gut, dass du das noch ausgewählt hast und rausgesucht hast. Ja. Und in dem Zusammenhang ist so interessant der Begriff Protective Separation. Ja, also die Kinder,
Genau, die Kinder müssen vom Vater ferngehalten werden zu ihrem Schutz. Da würde ich sagen, ja, wenn der Vater den Kindern was angetan hat. Ja, klar. Mhm. Ist in unserem Fall nicht der Fall. Die Mutter versucht jetzt aber, Dinge zu finden, wo das der Fall ist, findet aber bisher nur angeblich Sachen, die ich ihr gegenüber getan oder gesagt haben soll. Bei den Kindern wird es schwer, ja, da wird sie nichts finden. Sie fühlt sich da halt bei bestimmten Sachen angegriffen und sieht dann da eine Körperverletzung oder behauptet eine Körperverletzung, wie auch immer. Aber diese Protective Separation ist genau dieser schizophrene Kunstgriff zu sagen, nee, ich mache das nur zum Wohl der Kinder. Wobei unsere Kinder so oft schon der Mutter gesagt haben, du, wir wollen im Wechselmodell leben. Aber jetzt verkauft sie die Tatsache, dass sie die Kinder gar nicht mehr zum Vater lässt, als Schutz der Kinder. Mhm. Und leider fallen in Deutschland so viele Menschen darauf rein. Und ich befürchte, nein, ich bin mir sogar sicher, weil sehr viele in Deutschland genauso erzogen wurden. Und wahrscheinlich vor allem von ihren Müttern. Auch Väter erziehen natürlich so. Es gibt auch solche Väter. Aber wenn es doch so ist, dass Gerichte das bei den Müttern gar nicht irgendwie negativ aufstößt, wurde der Richter dann auch von so einer Mutter erzogen, weil es ihm nicht auffällt? Ist er deshalb blind? Mhm. Wir sehen ja immer das nicht, was uns angetan wurde. Wir sind da blind. Mhm. Weil wir müssen es, wie unsere Kinder jetzt in der Geiselhaft, irgendwann von uns abstoßen, um zu überleben. Wir müssen diese Gewalt, die uns angetan wird, ja, nein, du darfst nicht mehr zum Papa, weil dein Papa hat dies und jenes gemacht und der hat euch manipuliert, ihr wollt doch gar nicht ins Wechselmodell und so weiter. Diese Gewalt musst du irgendwann ganz tief vergraben. Du musst ihr gegenüber blind werden, um überleben zu können. Das heißt, später, wenn du jemandem dieselbe Gewalt antust, merkst du es nicht. Oder wenn dir dieselbe Gewalt wieder angetan wird, zum Beispiel von deinem, ja, vom Partner, zukünftigen Partner meiner Kinder, merken sie es selber nicht, weil sie da blind sind. Und warum erkennen es die Jugendämter und Gerichte nicht? Weil sie blind sind, weil sie selber so erzogen wurden. Das heißt, was ich gerade erlebe mit meiner Ex-Frau und unseren Kindern und den Jugendämtern und Gerichten und Verfahrensbeistand und psychologischen Gutachtern ist, dass diese Menschen in Abstufungen und bei der Sachbearbeitung vom Jugendamt, die bisher zuständig war, in extremer Form wahrscheinlich als Kinder genauso behandelt wurden wie unsere Kinder jetzt in der Geiselhaft bei der Mutter. Du hast gesagt, dass zum Beispiel den Kindern gesagt werden könnte, du willst ja gar nicht im Wechselmodell leben. Ich glaube, das geht noch subtiler. Also man muss das gar nicht sagen. Das reicht ja schon, wenn man sagt, dir geht's doch gut hier und ich sorge doch gut für dich. Und also man kann das ja auch so formulieren. Oder willst du denn wirklich dein Umfeld hier verlieren? Oder willst du denn wirklich immer weniger deine Oma sehen oder deine Freunde oder so? Das reicht ja schon. Genau, das reicht schon. Oder einfach einen Blick so auf die Art, lass mich in Ruhe mit dem Thema. Also das Ignorieren von dem wichtigen Bedürfnis und den Vater zu sehen, ist für ein Kind vielleicht das wichtigste Bedürfnis, genauso wie das Bedürfnis, die Mutter zu sehen. Wie geht's weiter? Ja, ich bin gespannt, was das Gericht beschließt. Ja. Und mein Tipp ist, entweder beschließt das Gericht, dass die Umgangsvereinbarung fortgesetzt werden soll, also jedes zweite Wochenende, Dienstagmittag und Hälfte der Ferien. Oder es hängt sich an den Umgangsausschluss der Mutter, was nicht verwunderlich wäre, weil es genug Gerichte gibt, die so vorgegangen sind. Ich wäre extrem überrascht, natürlich positiv überrascht, wenn das Gericht das Wechselmodell
anordnet und ihr tatsächlich für das Wohl der Kinder entscheidet, das wäre sehr überraschend. Ja, und wie geht's für dich weiter? Ich lebe weiter so, wie es für die Kinder am besten ist. Die Operation Wechselmodell geht weiter den Rest meines Lebens, weil es für unsere Kinder das Beste ist und auch für alle Kinder in Deutschland. Und es ist natürlich, es ist verbunden, ja. Also mir wird ja zum Teil vorgeworfen, wie von der Lehrerin an der Grundschule, der Klassenlehrerin, dass sie das nicht gut findet, dass die Kinder, dass ich da Sachen in der Öffentlichkeit erzähle und dass es ja für die Kinder schlechter schlecht ist, früher, später schlecht ist, wenn sie das sehen. Ich kenne einen Fall von einem Kind in Großbritannien, ja, die jetzt mittlerweile 17 ist und die geschrieben hat, dass sie so froh ist, dass ihr Vater so viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, dass ihre Mutter zwangsläufig irgendwann zugestimmt hat, dass sie halbe halbe bei den Eltern leben kann. Und da ist sie ihrem Vater dankbar. Und das hat mich nochmal drin bestärkt. Und das ist der eine Grund, warum ich so mache, wie ich es mache. Der andere ist, dass tatsächlich nur im Tun der Irrsinn um einen herum auffliegt. Also theoretisch irgendwas wollen ist anders als es einfach machen. Machen ist wie wollen, nur krasser. Machen ist wie wollen, nur krasser. Das ist eine gute Frage oder eine gute Anmerkung. Machen ist Leben und Liebe. Wir haben das letzte Mal auch über Liebe gesprochen. Also das habe ich, glaube ich, das letzte Mal nicht gesagt. Ich finde die Definition von Scott M. Peck, was Liebe angeht, ist die beste. Das war es für ihn. Du musst ja nur recht haben. Ständig. und der sagt, Liebe ist der Wille, persönlich zu wachsen und andere wachsen zu lassen. Und das ist hier meine Motivation. Vielleicht wachsen ja an dem, was ich mache, nicht nur unsere Kinder, sondern auch die Mutter. Irgendwann, ja, wenn das Wechselmodell angeordnet ist, muss es sich verändern. Dann ist vielleicht eine systemische Familientherapie eine gute Sache. Das ist eine Chance für Wachstum. Eine Chance für sie zu sehen, okay, welche transgenerationalen Traumata gab es denn da? Welche Verhaltensmuster habe ich? Warum habe ich die andere Seite, ja, den Vater nie gesehen? Warum habe ich den nur als Täter gesehen, aber nicht auch als Opfer von dem, was ich mache? Ja? Warum war ich da blind? Was wurde mir angetan als Kind, dass ich da blind war? Aber vielleicht lernt ja auch die Verfahrensbeiständin was dazu. Oder der Richter. Oder der psychologische Gutachter. Oder der Polizist. Oder die Schulleiterin. Oder sonst wer. Was diese Menschen lernen, weiß ich nicht. Wir sind alle so individuell. Jeder lernt seinen Teil. Nur wenn es aus Liebe geschieht, wie bei uns, ich mache die Operation Wechselmodell aus Liebe zu den Kindern, nicht nur, man könnte auch sagen, aus Liebe zur Mutter, aus Liebe zum Richter, aus Liebe zur Schulleiterin. Ich will aber diese Menschen nicht missionieren. Ich will nicht, dass sie in allem mir folgen und sagen, danke Sandro, danke, du wiedergeborener Jesus mit den langen, blonden, brünetten Haaren, du Allwissender. Nein, natürlich nicht. Ich streite mit denen um die Sache, ja. Aber ich mache es aus Liebe. Und dann können alle wachsen. Dann kann etwas geschehen, was wir nicht vorhersehen. Und deshalb mache ich es. Ich trage diese Liebe rein in mein Umfeld, ja, indem ich es einfach mache, aus Überzeugung, meinem Gewissen folge. Das ist alles, was ich habe. Ja,
Mein Auto, meine Wohnung, mein Geld bewegt niemanden. Mit viel Geld kannst du Macht ausüben, aber kannst du damit Menschen berühren? Kannst du sie für etwas gewinnen? Nein, kannst du nur mit Liebe. Ja, ich bin auch gespannt, was passiert. Ich teile deine Voraussagen, denke auch, es kann auch anders sein. Ich mag nur vermuten, unter welcher Anspannung du dich teilweise befindest auch. Oder sagen wir mal Druck oder ich weiß nicht, ob ich jetzt die richtigen Worte so finde, aber ich denke, es ist eine sehr herausfordernde Situation wahrscheinlich. Es ist extrem herausfordernd zum Teil. Also mein Mittel der Wahl ist die Meditation. Ich habe das letzte Mal erzählt. Also ich hatte zum Beispiel extreme Bauchschmerzen, ja, so über 10 Minuten. Oder dann mal Kopfschmerzen hatte ich mal. Oder also das sind immer, da will mir mein Körper was mitteilen. Und wenn es dann mal irgendwann so am Solarplexus richtig wehtut, dann weißt du, das sind existenzielle Ängste. Und was ganz klar ist, ist, dass was in Deutschland passiert mit Kindern und vor allem Vätern, es gibt auch Fälle, wo Mütter ausgegrenzt werden, das ist seelische Folter. Also ich habe es auch in meinen Eilantrag reingeschrieben, dass das Gericht auch deshalb schnell entscheiden soll, ja, dass die Eilbedürftigkeit auch deshalb da ist, weil ansonsten eventuell hohe Schmerzens- oder Schadensersatzforderungen auf verschiedene Personen oder auch das Land Baden-Württemberg zukommen. Mhm. Weil also ein Umgangsboykott der Mutter von Kindern, die bisher immer gern zum Vater gegangen sind, die jetzt erst 3 Wochen mit ihm in den Sommerferien verbracht haben und niemand wollte schreien zur Mutter zurück. Ja? Mhm. Dass die jetzt ferngehalten werden, da kann mir niemand erzählen, dass es für die Kinder kein Problem ist. Ja? Mhm. Und es ist auch für mich seelisch, mental, körperlich sehr belastend. Es verlangt mir alles ab. Eins ist klar, ich gebe nicht auf. Ich habe mittlerweile die psychische Verfassung dazu, das Ganze durchzuhalten. Mhm. Also jeder, der denkt, er könnte mich in die Knie zwingen, indem man mir die Kinder nimmt, indem man mich versucht, finanziell zu ruinieren, indem man versucht, sozialen Rufmord zu betreiben, indem man versucht, mich mit Unterlassungserklärungen wegen Videos oder Artikeln niederzuringen, indem man versucht, mich mit Ordnungsstrafen davon abzuhalten, die Kinder nicht zu sehen, so wie es für sie gut ist, der wird enttäuscht werden, weil ich bin bereit dazu. Gutes Schlusswort. Hast du alles gesagt, was du jetzt sagen würdest? Ich habe noch viel mehr im Kopf, aber für jetzt, denke ich, ist es gut. Wir haben ja noch Gelegenheit zu reden. Okay. Ich danke dir für die Einblicke, Sandro. Ich wünsche dir viel Kraft. Du, der du die Rolle Täter innehast. Und ja, und einen guten Weg. Und ich wünsche dir viel Kraft auf dem Weg. Dankeschön. Ciao. Tschüss.